Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin, und einem weiteren kleinen Ranking-Video. Tom Hanks, um den soll es heute gehen. Hollywoods Darling, Aston Villa-Fan und weitschichtig verwandt mit Abraham Lincoln. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man dem überhaupt in Videoform gerecht werden? Ich versuch's zumindest. Und zwei Dinge wiederum vorneweg, weil ich's immer sagen muss. Nummer 1, das ist mein Ranking, mein ganz persönliches Ranking, das Martin-Ranking, wenn ihr so haben wollt. Ich wäre aber sehr gespannt, wie eures ausschaut. Deswegen bitte ganz, ganz gerne in den Kommentaren was hinterlassen für mich. Da bin ich sehr gespannt. Und die zweite Sache, es kommen natürlich nicht alle Filme von Tom Hanks vor. Dazu fehlen mir einfach zu viele. Welche fehlen? Damit ihr das gleich wisst. Also, ihr werdet nicht finden. Bachelor Party, Der Verrückte mit dem Geigenkasten, Fegefeuer der Eitelkeiten, Punchline, Flug ins Abenteuer, Asteroid City und ganz bewusst alle Toy Stories. Denn über die habe ich schon sehr, sehr oft gesprochen, in anderen Formaten. Es sind aber trotzdem 39 Einträge. Also, lasst uns loslegen. Ladies and Gentlemen, I present to you the eighth wonder of the world. Auf Platz 39 steht Pinocchio aus dem Jahr 2022. Ach, da wundert ihr euch noch, dass der ganz unten auftaucht. Ja, ich habe sowieso ein schwieriges Verhältnis zu diesen Realverfilmungen, aber das hier setzt dem Ganzen wahrlich die Krone auf. Robert Zemeckis, ja, man weiß nicht, ob das jetzt eine Auftragsarbeit war oder ob der mittlerweile wirklich so tief gesunken ist, aber bemerkenswert ist es schon, wie fürchterlich das trotz oder vielleicht auch genau wegen ihm ständig aussieht. Das Ausgangswerk nicht verstanden, überfrachtet mit CGI, völlig ohne Herz und Seele. Nein, danke Disney, so nicht. A believer in the perfectibility of human being. Auf Platz 38 steht The Circle. Eigentlich hätte bei dem hier vom Konzept her alles gepasst. Tom Hanks als zwielichtiger CEO eines Tech-Unternehmens, Emma Watson, die endlich einmal hätte zeigen können, dass sie es mit den ganz Großen der Schauspielkunst mühelos aufnehmen kann. Aktuelles Thema, also was ist da bloß schiefgelaufen? Die Erklärung ist recht simpel, aber umso ärgerlicher. Das Pacing und das Drehbuch. Ja, beides hat das sämtliches Potenzial leider im Keim ersticken lassen. Auf Platz 37 steht der Polarexpress. Und noch einmal Zemeckis. Und nicht zum letzten Mal. Allerdings stammt der hier aus einer Zeit, wo er als Filmemacher eine ganz eigene Route eingeschlagen hat, die er bis heute leider nie mehr verlassen konnte. Wenn das Konzept interessanter ist als der fertige Film, Beweisstück Nummer 1. Man hat sich so auf die revolutionäre Technik verlassen, dass man es verabsäumt hat, auch eine Story zu erzählen, der man gerne folgt. So bleibt, so viele Jahre später, eigentlich nur Folgendes über. Nerviger Soundtrack, Uncanny Valley und das Gefühl, dass wieder einmal die Seele fehlt. It appears you're out of options. Tell me about the threat, known as Inferno. Auf Platz 36 steht Inferno. Ja, vielleicht bin ich da ein wenig zu hart zu diesem Film. Kann ja durchaus sein. Immerhin ist die Eröffnungssequenz echt super. Die Kameraarbeit ist top-notch. Felicity Jones spielt mit. Und ja, was noch? Der Rest meandert für mich nämlich irgendwo zwischen Durchschnitt und Bauchfleck. Das macht selbst für Verschwörungsthriller-Verhältnisse zwischendurch echt wenig Sinn. Und dass man es nicht übers Herz gebracht hat, das Buchende zu verfilmen, das tut heute noch weh, gerade als Fan von Dan Brown. My dad said, the way I saw the world was a gift, that I was different than everyone else. Auf Platz 35, extrem laut und unglaublich nah. Und mit diesem Eintrag kommen wir in die Filmgegend, die ich bereits als okay bezeichnen würde. Ich sage das hier ganz bewusst, denn diesen Film mag Film X überhaupt nicht. Der LA Crash der 2010er Jahre und genauso wie beim Erstgenannten ist es auch hier bei mir. So ganz nachvollziehen kann ich den ganz großen Hass für diesen Film nämlich nicht. Ja, subtil ist anders. Und ja, total baity und viel zu lang. Aber auch toll gespielt und emotional darf es dann auch werden. Also passt schon irgendwie.
What'd they say? You have to listen twice. Larry Crown at the Common Break Area? Auf Platz 34 steht Larry Crown. Hier kann ich mich gut an die Ankündigung erinnern, verbunden mit den Leuchten in den Augen meiner werten Frau Mama. Das könnte endlich mal wieder was für sie sein. Und wisst ihr was? Wahrscheinlich war das auch so. Bei mir ist nämlich herzlich wenig hängen geblieben und das war einfach irgendwie nett. Der Film geht keinerlei Risiko, er ist einfach da. Am ehesten war es noch der Soundtrack, der auch noch neben mir am Beifahrersitz am Weg nach Hause einen Auftritt hatte. Ansonsten habe ich eigentlich alles andere bereits vorm Kino wieder vergessen. Aber hey, tut wenigstens nicht weh. Hundreds of thousands are gathered in St. Peter's Square for conclave. It is on this night in Vatican City. Auf Platz 33 steht Illuminati. Im Gegensatz zum vorherigen Eintrag aus dieser Reihe hat dieser Film einen immensen Vorteil. Das Setting und die damit verbundenen Rätsel sind einfach fantastisch. Und das alles spielt halt innerhalb weniger Stunden. Das soll jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Film einen riesen Haufen Potenzial auf dem Weg von der Produktion bis in den Kinosaal verloren hat. Aber Ewan McGregor und eigentlich alle im Vatikan sind wunderbar aufgelegt und die Bilder enttäuschen nicht. Schade halt, dass man sich da wiederum nicht mehr getraut hat. There are some who make me out to be the villain of this here story. Auf Platz 32 steht Elvis. Selbst der mieseste Film kann die Magie von Elvis Presleys Songs nicht kaputt machen, auch wenn der sich hier die allergrößte Mühe dazu gibt. Da ist es wirklich nicht alles mies hier, um Gottes Willen. Sagen wir es so, wo man weiß, was man erzählen will und wo Elvis im Fokus steht, da funktioniert das wunderbar. Immer wenn Regisseur Baz Luhrmann wieder eine eigene Idee hat oder Tom Hanks durchs Bild watschelt, bekommt das Bild merkliche Risse. Viel zu lang, viel zu umfangreich, aber stilsicher und wahnsinnig schnell. Langweilig wird's da nie. Aber was bleibt? Ja, was bleibt? Allow me to present myself for. Auf Platz 31 steht Lady Killers. Dass selbst ein Film der Coen-Brüder einmal eine harte Zeit bei der Kritik durchmachen muss, ja? Der ist umstritten und wahrlich nichts für jedermann, aber mich unterhält sowas. Gerade weil Tom Hanks zur damaligen Zeit dann endlich mal wieder was im komödiantischen Fach gemacht hat und das kann er einfach. Auch J.K. Simmons gehört hier unbedingt erwähnt. Außerdem, der Film traut sich gegen Ende auch mal richtig was. Ob der nun für jeden funktioniert oder nicht, sei dahingestellt, aber ja, es haut schon hin. Alan Bauer has a very successful business. Okay, Bauer, you're ruined. You're finished. Auf Platz 30 steht Splash. Der Film besitzt ein Konzept, das in die damalige Zeit passt. Könnt ihr euch das heutzutage vorstellen? Nein? Glaube ich gern. Das wird auch so nicht mehr funktionieren. Aber rein aus nostalgischen Gesichtspunkten finde ich den wahnsinnig sympathisch. Wenn auch ein wenig seltsam. Trotzdem, in der zweiten Hälfte kommt dann alles zusammen und die Mischung aus Humor und Romanze in Zusammenspiel mit Fantasy-Elementen, ja, das geht auf. Und ich mag Quirky Hanks immer mehr. Can I ask you a hypothetical question? Oh dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're gonna like the real one either. Auf Platz 29 steht Die Verlegerin. Wieder mal ein Film, dessen Team bereits für Schlagzeilen sorgte. Hanks, Streep und Spielberg. Was sollte da schon schiefgehen? Und schiefgegangen ist auch recht wenig, aber, und das war mein Problem, recht wenig hat auch so richtig gestrahlt. Im Gegensatz zu anderen thematisch gleichgelagerten Filmen fehlte mir hier einfach der ganz große Moment, der emotionale Anker, die Spannungskurve. Das ist alles großartig gemacht und es fällt auch wenig ab, aber für eine höhere Platzierung hat mich das Ganze leider ein wenig zu kalt gelassen. Navarsky, please follow me. While you were in the air, there was a military coup in your country. Republic of Krakosia is under new leadership. Krakosia! Auf Platz 28 steht Terminal. Und in jeder dieser Listen taucht dann der eine Film viel zu hoch auf, wo ja jeder sagt, dass der eigentlich gar nicht gut ist. Und dann kommt der Martin daher und sagt, doch, ich mag den. Und hier ist der Vertreter für die Hanks-Edition und wieder ist Steven Spielberg beteiligt. Es gibt so viel Zynisches auf der Welt, gerade heutzutage. Und dieser Film ist sowas wie der Endgegner dafür. Selber schuld,
wenn man hier dann auf die große Logikdiskussion aufspringen möchte. Ich finde den einfach wahnsinnig sympathisch. Und das kommt hier von Herzen. Das merkt man dem Film einfach an. Wunderbar. Hey, I'm looking for Fred Rogers. In here. Auf Platz 27, der wunderbare Mr. Rogers. Nochmal was fürs Herz. Und das dürfte wohl eine der passendsten Casting-Entscheidungen der letzten Jahrzehnte sein. Hollywood-Starling, den wohl irgendwie jeder mag, den besetzt man in der Rolle eines der TV-Gesichter Amerikas als jemanden, den wirklich jeder uneingeschränkt mochte. Also, dass das funktioniert, das war klar. Überraschend war dann nur, dass Hanks hier eigentlich gar nicht die Hauptrolle spielt. Das war ein großes Risiko, aber es hat sich ausgezahlt. Denn auch dieser Film transportierte das Herz und die Liebe für seine Charaktere sehr gelungen. Ladies and gentlemen, my name is Captain Jefferson Kyle Kidd and I'm here tonight to read the news from across this great world of ours. Auf Platz 26 steht Neues aus der Welt. Ach, ich mag meine Throwback-Westerns einfach und der hier tickt für mich stilistisch fast alle Boxen. Tolle Performance von Hanks, Helena Zengel hat gezeigt, warum ihr alle Wege in Hollywood offen stehen. Der Soundtrack ist grandios und wird nur noch von der Kameraarbeit übertroffen. Noch dazu ist er trotz seines Settings sehr aktuell, wenn da nur nicht die eklatanten Pacing-Probleme und einzelne Blödheiten im Skript werden. Schade auf jeden Fall, dass man den so auf Netflix geparkt hätte. Der hätte nämlich eine Kinoauswertung verdient, allein wegen seiner technischen Brillanz. I go online. Welcome. And my breath catches in my chest until I hear three little words. Auf Platz 25 steht E-Mail für dich. Irgendwie hat sich der immer ein wenig angefühlt wie der Versuch, den erfolgreichen Vorgänger künstlich zu reproduzieren. Doch wenn man ein wenig genauer hinschaut, dann muss man hier eines attestieren. Das ist trotzdem alles sehr gelungen. Gerade weil die Ernsthaftigkeit hier einer humorvolleren Note weicht und die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern nach wie vor existiert. Nora Ephron machte hier einen wunderbaren Job und wenn der Film auch am Ende ein wenig beliebig wird, sympathisch ist er trotzdem. Turner. Yeah. The dog's in the windowsill. Oh, Pooch, get out of here. Pooch. Auf Platz 24 steht Scott und Hooch. Was für ein schöner Eintrag in Hanks Filmografie und auch leider einer, der zusehends in Vergessenheit geriet. Viele kreiden dem immer noch an, eine dreiste Kopie eines Films mit Herrn Belushi in der Hauptrolle zu sein, da kann ich aber überhaupt nicht mit. Der hat mehr als genug eigene Ideen und Storybeats mit, um auf ganz eigenen, vollgesabberten Pfoten zu stehen. Hanks und Comedy, ein Match made in Heaven, auch wenn Hooch hier der eigentliche Star ist. Falls ihr den noch nicht kennt, Achtung! Das Ende seht ihr nicht kommen. Garantiert. Auf Platz 23, Geschenkt ist noch zu teuer. Und in diesem Film sehen wir dann den Slapstick Hanks. Und der ist doch wirklich großartig, oder? Also jetzt mal im Ernst. Wer genießt es denn nicht, ihn in diesem Film in sämtlichen misslichen Lagen zu beobachten? Eben, sag ich doch. Abgesehen davon ist er toll gefilmt. Der Humor funktioniert, einzig das Pacing hat hier und da ein wenig Schwierigkeiten, aber eine super Zeit ist das. Generell ein schöner Throwback in vergangene Kinozeiten. This summer, Tom Hanks is managing the impossible, the Rockford Peaches. Nummer 22, eine Klasse für sich. Dieser Film sei allen ins Filmtagebuch geschrieben, die von sich geben, dass das feministische Kino eine Erfindung der jetzigen jungen Filmemacherinnen-Generation sei und dass früher alles so wahnsinnig männerdominiert war. Der Film schafft nämlich eines, Baseball für mich interessant zu machen. Große Aufgabe, aber das geht. Der Grund? Gina Davis, die hier eine grandiose Leistung abliefert. Und am Ende haben sie dann doch alle recht, denn bis heute wird Tom Hanks hier als der Hauptdarsteller gelistet. Echt? Interessant. Auf Platz 21, That Thing You Do. Da haben wir das Regiedebüt von Tom Hanks vor uns liegen und es macht auch Sinn, dass es genau dieser Film war.
Ich kaufe dem Film nämlich die Begeisterung seines Regisseurs für Thema und die zeitliche Einordnung wirklich zu jeder Zeit ab. Und wenn man es nicht wüsste, man würde sich den Film anschauen und der Name Hanks würde sich irgendwann abzeichnen. So gemütlich und so vertraut wirkt das alles. Viele werfen dem vor, formelhaft zu sein. Aber hey, als Regiedebüt funktioniert das wunderbar. Es fühlt sich alles echt leicht an. Das musst du erstmal hinbekommen. Aber ein wenig kürzer hätte das dann doch sein dürfen, ehrlich gesagt. Can we get you a drink? It's 10 o'clock in the morning. Fair enough, I guess. Auf Platz 20, Der Krieg des Charlie Wilson. Eigentlich muss ich dazu nicht wirklich viel sagen, denn der Film erklärt sich primär durch seine Crew. Deshalb hier die Aufzählung. Regie führte Mike Nichols. Das dialoglastige und kammerspielartige Drehbuch stammt von einem gewissen Aaron Sorkin. Man befindet sich in einem zeitgeschichtlichen Setting. Die Hauptrollen werden von Tom Hanks und Julia Roberts übernommen. Philip Seymour Hoffman, Emily Blunt und Amy Adams sind ebenso zu sehen. Ihr habt Lust auf den Film bekommen? Verstehe ich. Und keine Sorge, ihr werdet auch genau das bekommen, was ihr euch erwartet. What shall we have? Get your elbows off the table. Get your elbows off the table. Auf Platz 19, Finch. Dieser Film war leider ein Opfer seiner Vermarktungsstrategie. Ohne Kinostart, direkt auf Apple TV Plus erschienen und völlig übersehen. Dabei hat er so viel, das für ihn spricht. Beispielsweise die angenehm ruhige Inszenierung. Tolle Charaktere, von denen einer nicht nur ein filmtechnisches Wunder ist, ein sehr schöner Versuch, Postapokalypse als Drama mit ganz viel Seele zu erzählen und ein Drehbuch, das aus seinen Protagonisten nicht mehr machen will als nötig. Alles zusammen gibt einen Film, der sich am Beginn etwas sehr viel Zeit lässt, dessen finaler Akt mich aber bis heute nicht mehr loslässt. You call the radio station? Christmas Eve. He phones in one of those radio call-in shows. He tells them that his dad needs a new wife. Auf Platz 18 steht Schlaflos in Seattle. Das ist wohl einer dieser Klassiker, die jeder irgendwann irgendwo mal gesehen hat. Jeder weiß um dessen Bedeutung innerhalb des Genres und keiner kann eigentlich so richtig greifen, warum das so ist. Abgesehen von der großartigen Besetzung wird das wohl an der Grundthematik liegen. Die Idee hinter der Story, es ist wohl eine der romantischsten, die jemals verfilmt worden ist. Und übrigens, ich mag mir das auch nicht von irgendwelchen Zynikern kaputtreden lassen, die mir dann irgendwas von Stalking oder so erzählen wollen. Lasst mich in Ruhe. Ich weiß das schon selber. Und trotzdem, er erwischt mich immer wieder. This is the Cloud Atlas Sextet? I doubt there's more than a handful of copies in all of North America. Auf Platz 17 steht Cloud Atlas. Wenn das hier ein Ranking für den ambitioniertesten Film wäre, ja, der hier wäre ganz klar auf Platz 1. Eine Produktion, zum Großteil in den Studios Babelsberg gedreht, die sich eine unverfilmbare Buchvorlage vornimmt, besetzt mit richtig großen Namen und den Anspruch, nicht auf den Mainstream zu gehen. Verschiedene Genres, verschachtelt, verkopft, riskant und richtig groß in allem. Wenn ich auch gerne hätte, dass der für mich noch besser funktioniert hätte, es ist schon ein filmisches Erlebnis. Kommt ja selten genug vor, dass man sich auch hierzulande traut, mal das Genre-Kino anzugreifen. Auf Platz 16 steht Sully. Ein Clint Eastwood-Film und der Martin rankt den nicht in die Top 10. Ja, was ist denn da los? Ja, da muss ich einfach ein wenig ehrlich mit mir selber sein. Der ist einfach wahnsinnig routiniert. Tom Hanks ist toll hier. Genauso wie der restliche Cast. Mich wird nur das Gefühl nicht los, dass die Erzählweise dem Resultat ein bisschen im Wege steht. In den besten Momenten ist es super und in manchen Momenten hatte ich den Eindruck eines Gimmicks. Wie auch immer, emotional aufgeladen und auch heute noch sehr beeindruckend. Welcome to Miami Mutual Bank. How may I help you? I'd like to cash this check here and then I'd like to take you out for a steak dinner. Auf Platz 15 steht Catch Me If You Can. Wie schaut das eigentlich aus, wenn Steven Spielberg einen Martin Scorsese-Film macht? Die wohl eindeutigste Antwort darauf finden wir hier. Und das ist dann mal nicht wirklich fair, denn wir sind hier weit weg von einer Kopie. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber da geht Spielberg mal ganz eigene stilistische Wege und bleibt sich im Thema dann doch wieder irgendwie treu.
Der Film ist schwer zu greifen. Der Soundtrack untermalt das. Wunderbar. Aber ja, da kommt wirklich vieles zusammen. Schauspielerisch sind hier alle am oberen Ende ihrer Qualitätsskala und das macht richtig Spaß. We are in the middle of a war to protect a secret so powerful that if revealed, it would devastate the very foundations of mankind. Auf Platz 14 steht The Da Vinci Code. Das war damals ein Ereignis. Da traut sich Hollywood doch glatt, einen der kontroversesten Bestseller der vergangenen Zeit zu verfilmen. Und noch dazu findet sich mit Tom Hanks ein richtiger A-Lister für die Hauptrolle des Robert Langdon ein. Ja, kann das gut gehen? Oh ja, und wie? Weil hier nicht alles auf seinen Schultern liegt. Ron Howard liefert bei so etwas eh immer ab. Und der Supporting Cast, allen voran Audrey Tautou, ist grandios. Natürlich geht man hier in der Story Kompromisse ein, aber gerade in Zeiten, wo der Abenteuerfilm nicht mehr den ganz großen Stellenwert innerhalb Hollywoods hat, ja, das ist ein schöner Eintrag ins Genre. Winds in the east, mist coming in, like something is brewing, about to begin. Auf Platz 13 steht Saving Mr. Banks. Der hier schlägt wohl mehrere Fliegen mit einer Klappe, wenn du Fan von Emma Thompson bist. Dann ist das was für dich. Du magst Mary Poppins? Ja, ist sowieso ein Pflichttermin. Tom Hanks? Liefert. Du hast Lust auf toll geschriebene Storylines, die auch noch wirklich schön eingefangen werden? Ja, kriegst du hier. Außerdem ein Regisseur, der weiß, wie man so etwas macht. Nämlich Charaktere, die man eigentlich nicht mögen sollte, in ein gutes Licht zu stellen, weil es der Film braucht. Und ein sehr passender und mitreißender Score von Thomas Newman. Und alles zusammen, ja, wenn man das so alles sieht, eigentlich gar nicht so überraschend. Auf Platz 12 ein Mann namens Otto. Auch das wird euch wahrscheinlich gar nicht so überraschen, wenn ihr schon länger auf diesem meinem Kanal zu Gast seid. Ich mag meine Filme über diese alten Herren, die auf den letzten Metern noch einmal etwas erleben dürfen, das sie von Grund auf verändert. Davon gibt's einige und der hier aus dem vorletzten Jahr, ja, über den habe ich mich fast ein bisschen geärgert. Halt nicht über den Film an sich, sondern darüber, dass der das, was der so dringend wollte, bei mir dann auch erreicht hat. Sollte eigentlich nicht funktionieren. Ich verstehe nämlich alle, die sagen, dass der manipulativ ist. Und überhaupt ist das Original besser und so weiter und so fort. Ändert alles aber nichts daran, dass ich amtlich Tränen in den Augen hatte am Ende. Also, Job done. Spend a quiet week at home. Auf Platz 11, meine teuflischen Nachbarn. Dieser Film markiert einen ganz besonderen Übergang, nämlich den von Tom Hanks in Richtung ernsthafter Charakterdarsteller. Einerseits schade, denn dadurch sind wir sicher um mehrere Werke in der Gattung wie diesem hier umgefallen. Andererseits funktioniert der hier als schöne Mischung. Die Handlung ist nämlich echt wild, also beinahe hat das Horrorfilmzüge. Bruce Dern ist grandios in der Rolle des Nachbarn. Ein Film, der auch trotz seines Settings und seines Alters eine immense Aktualität aufweist. I wish I were big. Auf Platz 10 steht Big. Und das hier, das ist mein Liebling vom frühen Hanks. Der Hanks, der in der Comedy zu Hause war. Und auch hier gehört eines aber mal ganz dringend gesagt. Das ist ein Spät-80s-Film, der natürlich aus heutigen Gesichtspunkten zumindest einmal nicht ganz unproblematisch ist, aber auch hier gilt, ich will das eigentlich gar nicht hören. So viele großartige Momente. Shimmy Shimmy Coco Pop, das Klavier, das ist einfach alles pure Nostalgie. Nebenbei jongliert der Film die Genres, wunderbar. Und das ist einer dieser Werke, der für viele funktioniert, über alle Altersgrenzen hinweg. Auf Platz 9 steht Castaway. Hui, da kommt ja wieder mal ein Robert Zemeckis-Film daher, gell? Der ist generell spannend, aber umso spannender in der Zusammenarbeit mit Hanks. Denn da gibt's für mich qualitativ nur Extreme. Entweder richtig gut oder richtig nicht gut. Der hier gehört in erstere Kategorie. Bei Release ist ihm angehaftet, doch nur eine Robinson Crusoe-Kopie zu sein. Doch bei genauerem Hinsehen geht es hier um ganz viel mehr. Getragen durch eine der besten Karriere-Performances von Tom Hanks erlebt man gerade, wenn man schon viel im Leben gesehen hat,
wie wertvoll das Leben an sich ist, mit dem richtigen Menschen an seiner Seite. Und wenn es keinen Menschen mehr gibt, hat man ja immer noch den Wilson. Ja, Wahnsinn. Wie sehr sich ein Film in der Wahrnehmung ändern kann, je älter man dann wird. What's Papa's job? He works for Mr. Rooney. Who's got a hug for a lonely old man? Papa didn't have a father, so Mr. Rooney looked after him. Auf Platz 8 steht Road to Perdition. In dieser Comic-Verfilmung von Sam Mendes passt einfach alles irgendwie zusammen. Die makellose Kameraarbeit, der Score, die Performances und nicht zuletzt die Atmosphäre. Gerade wenn man sich einen traditionellen Gangsterfilm erwartet, wird man hier sicher überrascht. Und darin liegt auch der Zauber. Der lässt sich Zeit, arbeitet nicht immer nach Konvention und steht deshalb auch in meinem persönlichen Sam Mendes-Ranking ganz vorne. Die Vater-Sohn-Thematik wird elegant präsentiert und das Pacing ist on point. So stelle ich mir das vor. Something important has come up. We got a Soviet spy. We want you to defend him. I'm an insurance lawyer. I haven't done criminal work in years. Auf Platz 7 steht Bridge of Spies. Steven Spielberg am Regiestuhl und die Coen-Brüder am Drehbuch. Wie passt das eigentlich jetzt genau zusammen? Stellt sich heraus, dass es manchmal diese Momente im Filmemachertum gibt, wo zu viele Köche den Brei noch genießbarer machen. So geschehen hier. Das sollte eigentlich ein trockenes Geschichtsdrama sein. Für Insider, für Historiker. Und doch gelingt es hier, das Thema universell zugänglich zu machen. Untermalt mit grandiosen Bildern und dem gewissen filmischen Gefühl für so einen Stoff. Großartig und irgendwie schade, dass der ein wenig falsch im kollektiven Filmbewusstsein abgespeichert worden ist. Everything okay? I don't like the look of that. Auf Platz 6 steht Captain Phillips. Ab jetzt wird es wirklich hochklassig und wir starten mit einem Film, dessen Art wir immer wieder zu sehen bekommen. Das Biopic in einer ganz bestimmten Episode. Was, wenn das Vermächtnis im kollektiven Verständnis aber auch genau diese eine Episode ist? Tja, dann brauchst du ein makelloses Zusammenspiel von Regisseur samt stilsicherer Inszenierung und einem Hauptdarsteller auf höchstem Niveau. Und beides haben wir auch hier bekommen. Paul Greengrass hat bewiesen, dass er Emotionalität kann, aber nicht auf die billige Art und es sogar schafft, trotzdem seinem Stil treu zu bleiben. Und Hanks, ja, dessen letzte 5 Minuten in diesem Film, wisst ihr was? Wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche, anschauen. I sincerely appreciate your faith in my abilities. Mr. Beckett! How are you? What happened to your face? Auf Platz 5 steht Philadelphia. Zu dem Film habe ich eine immense persönliche Verbindung und ich habe diese Story schon mehrere Male auf diesem Kanal erzählt, deshalb mal rein aus filmischer Perspektive. Was für ein fantastischer Film. Das beginnt mit den Schauspielerleistungen, geht weiter bei der damals revolutionären Story. Ja, immerhin war das ein wirklicher Paradigmenwechsel in Hollywood und endet beim herzzerreißenden und überaus einflussreichen Soundtrack. Der Film geht nicht auf billige Emotionalität und hat es auch nicht nötig, alles auszuerklären. Show, don't tell. Und der geht auch heute noch richtig rein. Auf Platz 4 steht Apollo 13. Es gibt ja nicht so böse Zungen, unter anderem die meine, die behaupten, dass das der Film ist, für den Ron Howard damals eigentlich den Oscar verdient gehabt hätte. Warum, fragt ihr? Die Antwort, weil man das auch einfach nicht erklären muss. Der Film ist einfach rund. So soll das aussehen. Von den Performances über die Inszenierung bis hin zum Schnitt und zum Score. Alles greift hier ineinander. Und das trotz des Wissens um den realen Ausgang der Ereignisse. Das ist eine Leistung in sich. Überhaupt über das Set-Design wird eh immer viel zu wenig gesprochen, wenn es um diesen Film geht, deshalb hiermit erledigt. Das fühlt sich einfach real an. Da rückt das Filmische total in den Hintergrund. Das ist toll. You think if a man sincerely repents on what he done wrong, that he might get to go back to the time that was happiest for him and live there forever. Auf Platz 3 steht The Green Mile.
Fünf Jahre nach Die Verurteilten kehrte Frank Darabont zu Stephen King zurück, wieder in ein Gefängnis und wieder ging es in erster Linie um menschliche Verhältnisse zueinander. In diesem Film, der von vielen als pure Kitschoper abgestempelt wird. Und ich sitze hier und sage, wovon redet ihr denn alle, bitte? In erster Linie sind das natürlich die Darsteller, die hier einfach alle, und ich sage wirklich alle, einen absoluten Top-Job abliefern. Daneben ist das aber auch wieder mal das Feeling für das Setting. Der Ton macht ja oft die Musik und der wird formidabel getroffen. Das war damals bei der Erstsichtung ein emotionales Erlebnis, wie ich es selten bei einem Film hatte und das halt bis heute nach. Platz 2 steht der Soldat James Ryan. Ich gebe ja zu, jetzt auf den vorderen Plätzen wird es ein wenig vorhersehbar, aber ich bin es auch leid, unbedingt anders sein zu müssen. Warum denn auch? Warum sollte man sich nicht einfach mal hinstellen und sagen, ja, ich bin einer von denen? Wie hier zum Beispiel. Viele sagen, dass der Film nach 30 Minuten seinen ganz großen Zauber verliert und ich sage, hä? Habt ihr schon die Scharfschützenszene vergessen? Die Brücke. Wisst ihr, ich nehme ja gerne wahr, was Filmfans auf Social Media mir immer wieder zu diesem Film erzählen, aber im Zweifel höre ich dann doch lieber auf die Leute, die persönliche Connections zu den Dingen haben, die hier gezeigt werden. Und die sprechen eine eindeutige Sprache. Ja, ich liebe diesen Film. Ja, ich bin einer von denen. Would you like a chocolate? Oh, thank you. It's funny what a young man recollects. You're the same as everybody else. Und auf Platz 1, welche Überraschung, Forrest Gump. Bitte ehrlich sein. Hättet ihr einen anderen hier? Kann nämlich durchaus sein, denn gerade bei der jüngeren Generation, die ganz viel in ältere Filme hineinliest, kommt er echt nicht gut weg. Ich allerdings sage darauf eigentlich immer das Gleiche. Who cares? Denn für mich ist das einer der Filme, die mich zum Filmfan machten, weil ich selbst im jungen Alter erkannte, was das für ein Werk ist, wie viel Liebe für seine Erzählung, seine Charaktere und sein Material in ihm steckt, weil ich den Score fühlte und das Leben wirklich eine Pralinenschachtel ist. Von diesem Film davonlaufen, ja, kann man machen, bringt aber nichts, denn der holt einen immer wieder ein. Zumindest ist es bei mir so. Ein ganz großer Film.